Wir können ewig weitermachen. Wir haben jede Menge Zeit. Oder sie geben uns, was wir wollen, und wir garantieren für ihre Sicherheit. Ich bin doch schon ein toter Mann. Ich wurde über die ganze Welt gescheucht. Wenn sie mich finden konnten, können die es auch. Die wissen alles, was sie wissen. Und gleich sind sie hier. Wieso? Dragovic mag keine Risiken. Ich habe nie mit ihm direkt verhandelt. Nur mit Steiner, dem Deutschen. Worum ging es bei Ihren Verhandlungen? Ich sollte helfen, flüchtige Verbindungen zu stabilisieren. Was für Verbindungen? Nova 6. Eine biochemische Waffe. Sie haben sie direkt zu mir geführt! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ups, ich habe gerade ein bisschen falsch gesteuert. Zu Let's Play Call of Duty Black Ops. So. Ja, wir haben gerade diesen Clark hier verhört. Und komischerweise ist er trotzdem auf unserer Seite. Naja, wenn er will. So, was ist denn das für ein Bug? Ach, dann geh doch, Weaver. So, und hoch. Haben Sie das Gas eingeatmet? Ich denke nicht. Dann haben Sie Glück. Ist bei direktem Kontakt tödlich. Ja, da kommen sie jetzt. Ah, da sind sie schon. Zack, zack, zack. So, und jetzt wird es Zeit, uns gleich auch eine neue Waffe zu nehmen. Die haben mir jetzt hier auch eine fallen lassen. Oh, und Granate. Ja, das ist so ein kleiner Logikfehler, dass dieser Clark von uns verhört wurde und wir ja den auch zusammengeschlagen haben. Aber er trotzdem auf unserer Seite ist. Ist ein bisschen komisch, aber ist nun mal so. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie überleben. Denn die Feinde haben uns entdeckt. Wir könnten das Fahrrad nehmen und damit fahren. Aber nee, ich glaube, da die Treppe hoch wird, wird ein bisschen schwer mit dem Fahrrad. Und der Fahrstuhl rechte funktioniert Seite, wahrscheinlich nicht. Seite. Ja, da kommt jemand, hat man schon gesehen. Ach so, nee, der ist hier drin, oder was? Ja, stimmt. Logischerweise. Sonst ist da nichts. Nee, dann müssen wir da hoch. Ich dachte jetzt, wir müssten aus dem Fenster raus. Ja, Backsteine. Scheiße, what the hell? Was? Zum anderen Turm rüber. Da. Wow. Das sind direkt Feinde. Ich dachte, das, hier wäre jetzt kein Schwein, weil der direkt losgerannt ist. Ziel ausgeschaltet. Was? Gehen wir schon weiter, okay. Das soll wohl ein Witz sein. Und zack. Wow. Puh. Und da ist auch Weaver. Klar, dass da Matratzen liegen, ist ja logisch. Ja, helfen Sie mir. Den Kühlschrank wegschieben. Nehmen kann man Sie, hier so Sie drin. Sie sind in 0,0 hier. Für einen Toten sind Sie aber gut vorbereitet. Ich weiß zwar, dass mein Schicksal besiegelt ist, aber ich habe es nicht eilig, mich ihm zu ergeben. Na, wenn Sie meinen. So. Und weiter geht's. Okay. Oh, jetzt haben wir das Fahrrad kaputt gemacht. Augen nach links. Augen nach links. Ich mache erstmal Augen nirgends hin. Augen dahin, wo mich keiner sieht. Nochmal zur Erinnerung, Weaver war der Typ, den wir gerettet hatten. In der Mission, in der wir auch die Rakete abgeschossen haben, ganz zum Schluss. Und der hat ja ein Auge ausgestochen bekommen von Kravchenko. Dragovics linke Hand. Oh, scheiße. Und deswegen hat er jetzt auch eine Augenklappe an. Boah. So. Oh, er hier lebt noch. Oder hat noch gelebt. Zack. So, guck mal, schlafen wir eine Runde. Na gut, geht nicht. Ist da wer? Ist da wer? Oh, daneben geschossen noch. Beim ersten Mal. Typisch für mich. So. 18 Meter, aha. Wir sind also so gut wie da. Scheiße. Ich hätte vielleicht auf meinen Kumpel hören sollen. Er ist tot. Aber gut, haben wir trotzdem hinbekommen. Wen haben wir denn hier noch? Oh, sonst niemand mehr? Gut. Sie schlagen die Fenster rein! Boah, what the hell? Tja. Super. Toll, da bin ich ein bisschen zu überstürzt rein. Also ich konnte ja nicht damit rechnen, dass die durchs Fenster kommen. Du willst mich jetzt verarschen, jetzt sind wir wieder hier. Okay, zu mir.
Mr. Watt? Moment. Ich spiele jetzt einfach mal wieder bis zu dem Punkt, wo wir gerade waren und nehme dann wieder auf, weil ich keinen Bock habe, jetzt das hier euch nochmal zu zeigen, weil dann wird das Video nachher nochmal länger und so weiter und so fort. So, okay, das ging jetzt zwar extrem schnell, aber egal. Sie schlagen die Fenster rein! So, da kommen sie. Direkt haut er direkt mal ab. Ah, sonst, ach so, die sind nach hinten geflohen. Bestätigt der Treffer. Das war eng. Töte mal einer den anderen hier. Ich habe keine Muni. Ja, ihr Idioten, dann schießt doch mal auf den. Meine Fresse. So, jetzt haben wir ihn aber. Ist noch einer da? Nö, aber die schießen doch noch. Naja. Idioten. Linke Tür. Wenn der Feind da ist, schießen sie nicht. Und wenn keiner da ist. Aufs Dach. Wissen Sie wirklich, wo es hier lang geht? Hat mich darauf vorbereitet. Okay, wieso hat er sich darauf vorbereitet? Das war doch eigentlich eine Überraschung. Ah, hier ist die Shotgun natürlich schlecht. Wenn wir da rüberschießen müssen. Ich guck mal gerade, die werden ja noch eine Waffe haben. Da liegt doch was. So, immerhin. Auf die Entfernung ist es besser wie eine Shotgun. Wie man auch gerade gesehen hat. So, ganz oben links ist, glaube ich, auch noch einer. Ach, erstmal aber hier noch. Komm her! Das ist auf der anderen Seite. Was ist denn das für Mongo? Komm raus, du Spast, ey. Ne, da links oben ist keiner. Jetzt gucken wir mal, da ist doch noch wer drin. Oh, shit. Shit. Was war das? Fuck. Jetzt bin ich das Haus runtergefallen. Scheiße. Also, nochmal. Wir holen uns dann noch gerade nochmal die andere Waffe. Ach, wir sind ja noch hier. So, jetzt holen wir uns die andere Waffe. Achso, das war Shotgun-Munition. Mann, 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 wie oft wollen mich die Leute denn noch stören? Ich werde immer angerufen, wenn ich Let's Play mache. Das ist Wahnsinn. So. Und zack. Noch einer da? Ah ja, da. Komm her, komm raus. Mann, 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 Mann. Ich krieg dich eh. So, jetzt habe ich ihn aber. Oh, ich glaube, ich Idiot habe wieder daneben geschossen. So, jetzt verstecken wir uns hier drunter. Ziel ausgeschaltet. Und, oh, der ist schon tot. Und töten den. Ha. Tja, hier unten haben wir ein super Versteck. Feind erledigt. Der ist auch tot. Feind im zweiten Stock. Ziel ausgeschaltet. Ah, bis in den zweiten Stock komme ich von hier aus nicht. Ah, der ist jetzt auch tot. Ich guck mal, dann gehe ich einfach zu Fuß. Also ich gehe einfach hoch, oder geht das nicht? Ah ne, hier ist abgesperrt. Das ist schade. Im zweiten Stock, gut. Da sehe ich gar nicht mehr hin. Aber dann wird der mich auch nicht sehen. Das hier ist definitiv besser. So. Komm, komm, komm. Mario, oh, den haben wir sogar getroffen. Hätte ich gar nicht gedacht. Boah. Das gibt's ja gar nicht. Boah, aber Mann, 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 Mann. Wo kommen die denn alle her? Och, noch einer, ey. Ich will mich verarschen. Hier ist das jetzt. Wo, was? Ach, da oben. Wie bin ich gerade total von der Rolle? Zack. Ja, den Raketenwerfer haben wir bisher aber jetzt noch nicht gebraucht. Das ist schade. Aber den könnten wir einfach mal so benutzen. Wo ist denn ein Gegner? Oh, nee. Dafür aber nicht. Den machen wir lieber so platt. Der verdammte Typ da oben in der Hütte noch. In dem Haus. Kommt mit, meine Freunde. So, wo ist der Feind? Kontakt erledigt. Zack. Oh, wir haben relativ viel Muni, das ist gut. Ah, den da oben. Erwischen wir nicht. Zumindest nicht so. Aha, da läuft jetzt mal einer vor, einer traut sich, der gute Clark. Die sind ja unbesiegbar, die können das ja ruhig mal machen. Gut. Und zack. Runter. Boah, wo sind wir denn hier? Das war nicht so gut. Hier ist alles nass und wir laufen über Kabel. Sind noch zwei Arschlöcher? Kein Problem. Ich hab sie.
Hat er die jetzt sicher, oder? Ah, gut. Dragovic also, macht sich viel Mühe, um sie zum Schweigen zu bringen. Ich muss was nur haben sie uns verheimlicht? Ich habe ihnen doch von Nova 6 erzählt. Wo ist ihre Basis? Vietnam? Laos? Kambodscha? In seiner Heimat, dem Ural, Yamantau. Da finden sie Steiner. Er trifft dort Vorbereitungen für Projekt Nova. Und? Gemunkel? Gerüchte? Irgendetwas? Steiner und Dragovic sprachen über Zahlen. Was für Zahlen? Zahlen, auf denen ihr Plan beruht. Und Zahlen, die im Kopf von Alex Mason rumschwirren. Feind! 12 Uhr, Team! Bam! Fress das! Damals sei es gerade alle ausgeschaltet. Ich nehme jetzt als zweite Waffe eine Pumpgun wieder. Mit der kann ich mehr anfangen wie mit dem Raketenwerfer. Sie haben ein Team geschickt, das die Reste meiner Forschung stiehlt. Nein, danke, Dragovic! Aufräumen kann ich selber. Ha! Haben Sie genug Munition? Es gibt noch ein weiter Weg vor uns. Oh ja, genug hier Munition lang. Haben wir. Ach, da ist ja nochmal neue. Hier gibt's immer wieder neue. Irgendwie. Boah, direkt mal verstecken. Kontrollpunkt erreicht, das ist schon mal gut. Oh. Ach. Wie schmeißt man eine Granate zurück? Meine Fresse, ich dachte, das ging auf F. Also nochmal, wir waren ja eh gerade am Kontrollpunkt. So, mach auf das Ding. Hier lang! So, und da runter. Und wohin jetzt?